Bist du noch gar nicht wach, Tani? Tani ist schon wach. Aufstehen. Bist noch gar nicht wach, ne? Ich auch nicht. Tani. Bist du noch so müde? Müsst jetzt aufstehen. Ich bin ganz bisschen. Oh. Ja, okay. Boah, Leute, ich wollte gar nicht wissen, wie viel Technik ich eingepackt habe. Wir fliegen nämlich gleich nach Deutschland. Und am Samstag sind ja die ESN Days. Deswegen fahren wir jetzt los. Dann können wir auch noch unsere Familien besuchen. Und ja, und Tansi kommt leider nicht mit, weil den würden wir jetzt ins Flugzeug stecken. Deswegen geht er hier ins Hundehotel zu Alejandra. Hä, WTF? Macht Tobi sich hier gerade Brokkoli um 6 Uhr morgens? Das ist mein AirPod OOTD. Jetzt schlüpfst du noch meine Flexpresso. Ohne Spaß, Flexpresso ist einfach der einzige Proteinshake, den ich wirklich jeden Tag trinke und der mir nicht zu den Ohren rauskommt. Das ist einfach wild. Ganz schnell gehen muss. Junge, du kommst mit der Schere in die Pfanne rein. Das ist die schon kaputt ist. Da kann man das ja wohl machen. Ach so, da kann man die auch noch kaputter machen, ne? Wir haben auf jeden Fall gerade Tani weggebracht. Das hat mal wieder mein Herz zerrissen. Aber das tun wir alles für euch, nur bei euch in Deutschland zu sein. Gerne. Ehrlich, ey. Baby, ich hab hier wieder eine Krise. Ich finde den Anfang von dem Teaser für mich. Aber ob die Leute das wollen, dass wir Tani alleine lassen darf, ich weiß nicht, ob denen das wert ist. Müssen wir wieder die Kriegestreifen abmachen. Was a ship that put to sea. Ich glaube, ich nehme eine Cola Zero. Für einen kleinen Snack. Ja, wie viel Zeit haben wir denn noch bis zum, bis wir da sein müssen? Ob das läuft noch was? Willst du hier was essen? Ja, warum nicht? Was denn? Donut C. Das nehme ich. Mm. 10,49. Schmeckt ein bisschen all. Wie so ein Keks zu Weihnachten. Ich fand den Teller auch so lustig, den ich mitgegeben habe. Weil du so enttäuscht warst von deinem Baguette. Der sieht aber lecker aus. Warum bist du jetzt so auf meinen Dings gestartet? Willst du mal probieren, jetzt wo du Flexpresso magst? Kann ja sein, dass du. Vielleicht mag ich das. Wieso sieht der so sahnig und cremig aus? Sieht immer so. Geht nur Flexpresso. Ja. Mmh. Auf nach Deutschland. Yay. Das Einzige, warum wir uns auf Deutschland freuen, seid ihr und Family. Okay. Mama-Ti und Oma-Ti und Schwester-Ti und Jördeli. Warte, ich mach kurz eine cinematische Aufnahme. Hey, hello Germany. Wir sind gelandet. Wir sind gelandet. Ich habe zwei Plätze gebucht, aber wir konnten dich nebeneinander setzen, weil... Ja, weil? Ja, weil sich jemand anders... Nein, ja, weil du zu nett warst, ja. Und weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, nee, ich möchte bitte auf meinem Platz für 16,99 Euro sitzen, den ich extra gebucht habe. Junge, warum gibt's eine andere Röhre? Und beim Fliegen habe ich mich dann einfach mit dem Mann neben mir unterhalten. Ich habe euch die ganze Zeit beobachtet. Ich war nur zwei Reihen hinter dir und ich habe auch sogar mitgehört. Ich habe extra Kopfhörer rausgemacht. Echt jetzt? Ja, normal. Mann, lass dich doch mit dir selber. Wir zwei sind in Deutschland. Ja. Haben wir noch nicht gesagt? Nö, ich glaube, im Video sind wir noch nicht angekommen. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall in Deutschland. Wir sind schon seit 2 Tagen hier, um genau zu sein. Wir haben gestern und vorgestern einen richtigen Marathon gemacht. Wir waren bei Tobis Familie, wir waren bei meiner Familie. Also wir wohnen 2,5 Stunden in Deutschland voneinander entfernt. Aber jetzt sind wir gerade in unserer ersten gemeinsamen Wohnung. Roomtour? Besser nicht. Wir haben hier noch nicht so wirklich eingerichtet. Was sagst du? Ja. Schläft jetzt nicht auf der Matratze? Gut.
Ja, ich habe auch nicht schlecht geschlafen. Tobi kuschelt mich natürlich ganz viel. Ja. Und gleich geht's aber schon los nach Wiesbaden. Deswegen packen wir jetzt unsere Things zusammen und dann fahren wir schon richtig auf euch, für alle, die dahin kommen. Und für alle, die nicht kommen, wir versuchen euch natürlich morgen so viel vom Gelände zu zeigen, wie es geht. Ich habe schon gerade bei Benny in der Story gesehen, das ist eine krasse Halle. Hast du auch schon reingeguckt? Nee. Zeig mal Benny. Der Benny führt uns ein bisschen rum. Mach mal weiter. Stimmt. ESM bringt einfach Energy Drinks raus und die werden preislich sogar angepasst an den Markt. 1,90 Euro kosten. Richtig wild. Oder? 1,39 Euro oder sowas sogar. Boah. Ja. Ist schon wild. Das wird, glaube ich, ein richtig cooles Event, aber ich zeige euch alles morgen vor Ort. Ne? Wenn ihr richtig hyped. Yay. Das ist mein OOTD für morgen. Ganz classy. Ich habe hier so einen Hosenrock und einfach einen weißen Sport-BH. Was ziehst du morgen an? Ich trage meist einen Tanktop. Yay. Kurze Buchs? Ja. Geht doch in Unterbuchs. Nee. Ziehst du das Tanktop an? Das sieht nämlich richtig wild aus. Weiß nicht, das ist die letzten zwei Tage schon an. Ach so, ja gut. Eine Dose Isoclay müssen wir uns natürlich einpacken. Tobilis Mama hat uns hier auch ordentlich Proviant geholt. Die merkt sich nämlich immer alles. Alles, was ich irgendwie einen Hauch erwähne, was ich lecker finde, das merkt sie sich. Und dann beim nächsten Mal steht sie auf dem Tisch oder ist in der Tasche versteckt. Du bist die schönste Deko hier in der Wohnung. Deo, ganz wichtig, damit ich nicht stehen kann. Wir machen uns jetzt schnell noch ein Isoklärchen. Stopp! Oh, du trinkst ein Isoklär mit einem Schluck Wasser. Du musst nur einen kleinen Schluck Wasser nehmen, weil das ist ja auf der Autofahrt so viel Pipi. Was haben wir? Mystery Orange. Das ist so das Pendant zu Mango Orange, by the way, falls ihr... Das ist gerade ausverkauft, ne? Limited. Aber Mango Orange wird nicht mehr gerestockt, ich bin auch sauer. Aber das hier schmeckt sehr, sehr ähnlich, deswegen, ja, das wird auf jeden Fall gerestockt. Mmh. 35 Gramm Protein. So ein Shake einpacken? Ja, für Flexpresso morgen. Los geht's. Angekommen in Wiesbaden. Yeah. Jetzt müssen wir unsere Sachen packen. Das ist die Mercadona-Tüte. Boah, Licht ist brutal hier. Ja? Ja, Mann. Yeah. Wir sind gerade angekommen. Hier ist alles voller ESN-Goodies. Kann ich euch später mal zeigen. Hast du schon gecheckt? Jetzt auf jeden Fall noch was snacken, nachdem wir uns kurz sortiert haben. Und dann freuen wir uns schon auf morgen. Klar, Schatz, siehst du gut aus. Ja, wir haben gerade schon ungefähr 5000 Leuten Hallo gesagt. Jetzt nochmal 2000. Ja. Morgen freuen wir uns auf euch. Ja, Mann, die T-Fan. Ja. Team. Ich muss euch was erzählen, Tobi. Wir sind gerade an die Rezeption gekommen und Tobi wurde nur als meine Begleitperson. Oh, muss er das erzählen? Ja, war witzig. Ist lustig, ne? Du bist nur meine Begleitperson. Was halt mir von meinem Outfit? Wir zwei kleinen Süßen waren noch mit unserer Rasselbande. Waren wir gerade noch ordentlich was essen. Ich habe einen Schnitzel gegessen. Was hast du gegessen? Rumsteak 300 Gramm. 300 Gramm? Walla 300 Gramm. Walla läuft bei dir. Jetzt laufen wir nach Hause und wir laufen so 20 Minuten. Und morgen? Morgen geht's zu ESN. Zwingen wir euch Bilder mit uns zu machen. Genau, da freuen wir uns schon auf euch. Und die drucken wir alle aus. Und hängen zu Hause auf. Für Tani. Wir sind hier wohl gerade aus Versehen an der Location für morgen gelandet. Ja. Hier sind wir morgen. Leute, hier geht die Post ab morgen. Ja, hier sind wir morgen, Nico. Die Jungs haben was getrunken, deswegen. Ach, von innen? Von innen. Und ihr alle seid morgen auch hier. Hey. Der Markt sieht aus. Hallo. Ja. Der Aufpasser guckt uns an. Guckt euch mal die Mainstage an. Wow. Wo ist denn die Mainstage? Komm, ich zeig dir, wo die Mainstage ist. Der Nico führt uns jetzt hier mal rum. Ja, ich arbeite hier mittlerweile für Facility Management. Für mehr reicht nicht. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Sehen Sie jetzt die Mainstage? Ich wurde leider nur für die Challenge Stage, die ist hier rechts, so für am Arsch der Welt stehe ich. Also ich darf hier nichts Besonderes machen. Die Mann kam gerade so zu, weil ich schweißnasse Hände gehabt und dachte, wir brechen jetzt Leute ein.
Der so, jetzt Action. In 20 Jahren habe ich jetzt mal Action. Da kommt ein Mann mit Krawatte. Oh. Der sieht gefährlich aus. Der Marc muss das klären. Wir wollten nur mal Hallo sagen. Dankeschön. Dankeschön. Nee. Hier eine kleine Roomtour. Das ist unser Bett. Das ist natürlich komplett Chaos hier. Hier haben wir ein paar Goodies von ESN. Isoclear, Powerbank. Nee, anscheinend. Sonst packen die uns immer eins rein, ne? Melatonin-Spray heute nicht. Guck mal, Leute, was es gibt. Einfach Energy von ESN. Aber Tobi hat gesagt, da habe ich heute Abend nicht mehr probieren. Nee, auf gar keinen Fall. Wir machen uns jetzt Bett ready und dann sehen wir uns morgen. Wir fangen an. Wir haben 5.53 Uhr und ich bin schon wach. Tobi, Lee und ich, wir konnten gar nicht so gut schlafen, wir waren so aufgeregt, ne? Und dann so nach, keine Ahnung, um 2 Uhr oder so, dass wir so, ich kann nicht schlafen. Nein, jetzt machen wir uns gerade fertig. Und dann geht's gleich los. Was denn? Wir machen Daily Make-up. So. Gleich erstmal um 8 Uhr gucken. Was Thanos macht. Gleich erstmal um 8 Uhr gucken, was Thanos macht in der Story. Wir sind ready, würde ich sagen. Wir sind bereit. Wie wir sind im Vorraum. Was sagt er? Soll ich mir zum Frühstück hier erstmal ein paar Törtchen gönnen? Aber du bist das schönste Törtchen. Ich habe meine Story gesehen. Ich habe einen Designerbar gezeigt. Und da ist ja ein Snack und da habe ich auf den zweiten gewartet. Es gibt noch zwei Snacks. Ach so, ich dachte, da kommt noch ein Bild von mir. Oh, lecker Marmorkuchen. Bei Tobi gibt es kein normales Frühstück. Der isst einfach nur Rice Pudding und der benötigt einfach nur das Teewasser. So sieht das dann nämlich aus. Lecker, Mann. Ich wünschte, ich hätte das jetzt auch. Mit dem Weihnachts-Way, was meine Mutter noch zu Hause hatte. Das sieht richtig cool aus hier. Der Wald. Guck mal, ich mach mir jetzt hier mal eine Obstschüssel. Gibt's hier einen Quark? Wie viel Eiweiß hat denn hier so ein Bio-Joghurt? 4,1 Gramm. Wie viel Protein hat das? 1 Gramm Eiweiß, das hört sich doch super an. Von der Mama der Obstsalat. Ja, das reicht mir schon. Gleich noch ein Espresso. Passt? Ja. Ein paar Vitamins. Moin, Digi. Alles klar? Ja. Oh, wie geht's dir? Boah, richtig geile Vibes hier mit den Vögelchen. Eine Stunde vor den ESN Days. Staubig. Hier ist der Shuttle Man. Ab geht's. Die Klassenfahrt geht los. Ja. Wir sind da. Ole. Ole, ole. Das ist die Mainstage hier. Nice. Und was sagst du? Ist gut. Wie findest du das, dass Leute mit dir Fotos machen wollen? Dass ihr dabei seid. Ganz was geht aber, ne? Unser Livestream, das allererste Mal. Ganz aufregend. Ich hoffe, Livestream, ja. Ich hoffe, ihr seid alle am Start. Danke, dass ihr hier seid. By yourself, 'cause life is a gift worth more than trying to survive. The sun still rises tomorrow if it's 9 or it's 5. If you're looking for goodness, then that's what you'll find. Wir gehen jetzt wieder runter. Soll ich noch Tank wechseln? Sieht man das? Ich würde es wechseln. Was sagt ihr? Fällt das auf? So, wir zeigen euch jetzt mal hier ein bisschen rum bei den ESN Days. Wie findest du es denn so, Max? Mega geil. Yeah. Hier kann man sich kostenlos Wasser klauen. Lecker. Das sind meine Mäuse. Oh mein Gott! Sieht auf jeden Fall Full House, sag ich wie es ist. Ne? Nehmen wir gerade alle Leute mit oder was? Ja. Ach, der Urs ist da gerade, guck. Ich weiß noch eigentlich gar nicht genau. Hallo! Hallo!
Alles gut? Ja. Hi. Wir machen jetzt ein Interview. Wir machen ein Interview. Oh. Achso. Wie gefällt dir denn so auf dem ESN Day? Ganz gut bisher. Leon macht Armdrücken gegen Larry Wheels, ne? Ja. Meinst du, der macht das Ding? Der bricht ihm die Finger, Alter. Scheiße. Hallo. Leute, das ist wirklich super crazy. Das hier ist halt einfach die ganze Schlange. Ey, das ist so krass. Alter. Hallo. Wollt ihr irgendwas Svenjas YouTube-Kanal sagen? Hallo! Mega geiler Tag heute hier, mega cool, dass ihr da seid, auch weiter so. Eigentlich wollten wir euch ja ein bisschen mehr mit rumnehmen, aber ich sage, wie es ist, wir sind seit 5,5 Stunden durchgehend am Fotos machen. Leute, ihr seid Alter, ihr seid, ja, ihr seid wirklich crazy. Jeder, der das jetzt schaut und da war, aber ihr seid so geil. Alter, da waren Leute, die haben einfach 2,5 Stunden in der Schlange gewartet, um mit uns ein Bild zu machen, um mit uns kurz 3 Sekunden zu quatschen. Ja, also so fetter Kuss. Sekunden, also, euch, ihr seid wirklich Kuss. Wir sind zu Hause. Bei Tani. Bei Tani. Tani. Wir dachten uns gerade so, warum geht die Tür nicht auf und wir kommen nicht rein? Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Gerade zu Hause angekommen. Wir schaffen ja erstmal Ordnung und den Müll. Den müssen wir auch aufräumen. Und jetzt zur Belohnung gibt's ein Pizzi. Zeig mal, dass Tim Budesheim den Subnizer geschickt hat. Und Tim Budesheim hat Tobi dir endlich seinen Subnizer geschickt. Ich habe auch schon einen in schwarz. Darin kann man einfach so seine Subs. Hast du den schon einsortiert? Nee, mach ich. Richtig gut. Ob der reicht für deine ganzen Subs? Ich glaube, du brauchst 3. Kurzer Taste-Test. 10 von 10. Echt? Mhm. Gucken wir ein bisschen hin und geben wir sowas von ins Bett. Und dann sehen wir uns morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Was geht ab? Wenn Tansi nicht da ist, dann schlafen wir. Dann sind wir verloren. Nein, wir schlafen länger. Und bei uns sind verloren. Wir haben da gestern nochmal drüber geredet. Ihr denkt vielleicht so, ja, wir sind das gewohnt oder keine Ahnung. Und damit muss man ja rechnen, dass so viele Leute Bilder mit uns oder kurz mit uns quatschen wollen. Ich habe zu Svenja gesagt, die Schlange, die ging durch die ganze Halle und ich konnte es nicht glauben, dass ihr alle wegen uns da wart. Ich dachte, da gibt es irgendwas umsonst oder so, dass die Schlange so lang ist. Daneben war ja der Prankshow. Oder irgendein Schrank. Aber da stand keiner, die waren einfach nur wegen uns. Ja, das fand ich einfach nur so krass. Ja. Und dann im Endeffekt, dass ihr 2 Stunden dann so gewartet wegen habt. Uns 2 Dullis. Wegen uns 2, das ist halt einfach total crazy und deswegen einfach nur Dankeschön, dass ihr das überhaupt gemacht habt. Ja, wir hoffen einfach nur, dass jeder, der da war, auch dann irgendwie die Chance hatte, uns zu sehen und da nicht enttäuscht ist oder so, weil das ja blöd. Ja, wir hatten halt leider, also normalerweise stellen wir uns das so vor, dass wir dann für jeden wirklich so ein paar Minuten wenigstens haben, aber es war wirklich einfach wie, es war wie so ein Foto weiter. Ja, genau. Also es war echt, wir hatten für, also ja, weil uns natürlich auch im Herzen lag, dass jeder zumindest ein Foto bekommt und dann nicht ganz viele leer ausgehen. Ja, deswegen hoffen wir natürlich auch, dass wir keinen enttäuscht haben, aber trotzdem noch mal ein fetter Kuss und Dankeschön, dass ihr da wart. Das war eh ohne Scheiß, das war richtig ein krass. Schöner Tag. Nichtsdestotrotz, nach dem Vergnügen kommt ja bekanntlich die Arbeit, deswegen setze ich mich jetzt hier direkt ans YouTube-Video und schneide euch das fertig. Wenn ihr das hier seht, dann habt ihr das Video schon fertig geguckt, deswegen an der Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Danke an jeden, der beim ESN-Day war und supportet und ja, einfach fetter Kuss an euch. Wirklich, das Wochenende war unglaublich und ich glaube, Tobi und ich können beide einfach nicht fassen, wie krass ihr seid. Ich hoffe, ihr wisst einfach, wie sehr wir jeden Einzelnen von euch zu schätzen wissen und wie sehr wir euren Support zu schätzen wissen. Und das ist für uns auf gar keinen Fall irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Also deshalb wirklich einfach nochmal danke für eure Zeit und für alles einfach. Fetter Kuss.